Hallo liebe YLs, SWLs und OMs, willkommen zum wöchentlichen DD0UL-QTC. Heute soll es um die Repeaterablage und die Benutzung und Verwendung von Amateurfunkrepeatern mit dem THD-74 gehen. Eigentlich ist gar nicht viel zu tun, um diese Funktion zu nutzen, denn das Gerät macht fast von Haus aus alles richtig, zumindest was die Aktivierung der passenden Ablage betrifft. Wenn ich beispielsweise mit dem Gerät auf der 145-500 bin und die Frequenz langsam hochdrehe, wird bei 600 automatisch die Minusablage von 600 kHz aktiviert, die im Gerät eingespeichert ist. Drehe ich weiter bis auf die 800, wo der Satellitenbereich beginnt, dann wird diese Ablage auch wieder ausgeschaltet. Das ist im Prinzip sehr einfach und sehr leicht zu machen, um jetzt beispielsweise einen Repeater aufzutasten. Ich habe hier schon DB0PV ausgewählt, den Sendling, das ist nicht weit von hier, wird nur die Call-Taste gedrückt, dann geht ein 1750 Herz Rufton raus, die PTT wird automatisch aufgetastet und der Repeater ist offen. Damit diese automatische Repeaterablage funktioniert, muss sie allerdings im Menü 141 aktiviert sein, aber das ist bei den meisten Geräten der Fall und es ist auch gar nicht sinnvoll, das wieder abzuschalten. Jetzt gibt es Repeater oder es soll Repeater geben, die nach dem 1750 Hertz Ton erwarten, dass der Träger noch für 2 Sekunden steht. Das Gerät kann das auch und das wird aktiviert in dem Menüpunkt 143. Begegnet ist mir das noch nicht, aber wenn es mal jemand braucht, ist es bestimmt ganz interessant. Es gibt es mehr auf der Welt als diese 1750 Hertz Ruftöne, nämlich es gibt auch Untertöne. Das sind sehr tiefe Frequenzen, 80 Hertz, 90 Hertz, 100 Hertz, die mit dem Träger ausgesendet werden müssen. Damit das funktioniert, kann man das Gerät sehr speziell konfigurieren, indem wir beispielsweise hier auf DB0ULR die Frequenz erstmal einstellen. Das ist die 439325. Und was jetzt schon passiert ist, hier im Display ist ein T zu sehen. Wie kommt man da hin? Man kommt hin, indem diese Tontaste gedrückt wird. Hier werden verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Kein Unterträgerton, der normale Unterträgerton von einigen Hertz. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, die mit CT und DCS bezeichnet sind. Und wird dieser Repeater ohne diesen Subton aufgetastet, dann passiert ziemlich genau nichts und wird mit der Tontaste der richtige Subton ausgesendet. Dann kann der Repeater verwendet werden. Welche Frequenz das ist, wird mit der Funktionstaste und Ton ausgewählt. Hier sind die 123 Hertz eingestellt. Laut DRC Repeaterplan ist das die richtige Frequenz. Es lässt sich in festgelegten Stufen durchziehen. Jetzt können wir schauen, ob es funktioniert. Und siehe da, der Repeater ist offen und hat auch den Empfang bestätigt. Möchte man auf die Eingabe hören, um beispielsweise herauszufinden, ob der Kommunikationspartner über den Repeater auch auf direktem Weg zu hören ist, wird einfach die 7, die Reverse-Taste gedrückt und das Gerät schaltet in den Reverse-Modus, hört jetzt auf die Eingabefrequenz des Repeaters, auf die niedrige Frequenz, auf der Kommunikationspartner sendet, und beim Senden wird auf der Frequenz des Repeaters gesendet. Das möchte man nicht, deswegen muss man nochmal mit der Reverse-Taste das Gerät zurückschalten. Möchte man außerhalb des Bandplanes, außerhalb des Repeater-Bereichs eine Ablage benutzen, ist auch das möglich, indem die Funktionstaste gedrückt wird mit dem Reverse, und dann wird hier beispielsweise, nehmen wir die 145.500 mit Funktion Reverse, wird dann zuerst nach Plus, dann nach Minus und wieder in den Simplex-Bereich geschaltet. Das geht automatisch dann durch.
Das soll es für heute gewesen sein. Das nächste Mal schauen wir uns die unterschiedlichen Modis des Geräts an, denn es gibt auch einen UKW-Rundfunkempfang, quasi als drittes Band, das zu verwenden ist. Es gibt einen GPS-Modus, der alle anderen Funktionen auch ausschalten und deaktivieren kann. Und es gibt natürlich, ihr habt es euch schon angeschaut, an diesem Gerät nicht nur den Modus mit zwei VFO-Frequenzen, sondern auch mit einer einzigen VFO-Frequenz. Das kann auch sinnvoll sein. Bis dahin wünsche ich euch viele nette QSOs, 73, und bis bald.